Hi und herzlich willkommen zurück bei Soviet Republic Workers and Resources. Wir sind hier in unserer Hauptstadt derzeit in Berlin. Alles läuft rund. Wir haben hier diesen Fernsehsendeturm gebaut, dieses große Fernsehhaus, wo die Leute hinfahren hier unten mit ihren PKWs. PKW-Produktion läuft auch. Wir haben in der letzten Folge hier noch weiteren Kies rangeschafft von hier drüben. Ja, in dieser Autoproduktionsstadt mit hier dieser medizinischen Fakultät. Also ihr seht, wir haben eigentlich sehr, sehr viel gebaut. Fast alles. Wir sind mittlerweile bei Folge 60. Und daher will ich erstmal ein Fazit ziehen und eine Pause einlegen. Ja, wir werden diese Staffel mal, naja, sagen wir mal, pausieren und dann müssen wir überlegen, ob wir hier an der Stelle weitermachen wollen oder ob wir vielleicht eine neue Staffel beginnen oder ich mich auf andere Projekte konzentriere. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich warte aber gerne auf euren Input. Wollen wir hier weitermachen? Und wenn ja, habt ihr Projektideen, was wir noch umsetzen könnten? Neue Städte, neue Konzepte, neue Lieferketten? Oder was weiß ich, was wir dort brauchen könnten oder was ihr euch vorstellt. Oder habt ihr Lust auf eine neue Staffel mit neuen Voraussetzungen? Weiß nicht, diese Stromkomponente finde ich ein bisschen sehr anstrengend. Wir könnten aber zum Beispiel die Bildung, die Komplexe mit reinnehmen. Ja, mal gucken und dann vielleicht aus dem Wissen, was wir aus dieser Staffel geschöpft haben, lernen. Und das dann etwas anders und neu machen. Trotzdem würde es wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch ähnlich ablaufen. Und insofern müssen wir mal überlegen, wie es denn weitergehen soll. Hier in der letzten Staffel werden wir uns noch so in der letzten Folge meine ich, werden wir noch so ein bisschen uns um die Themen kümmern, dass wir diese Städte hier noch etwas optimiert kriegen, dass wir es vielleicht auch noch ein bisschen verschönert kriegen. Ja, wir haben ja hier diese Büsche, die wir noch pflanzen könnten, um hier in dem Bereich auch ein bisschen Grün reinzubringen in unsere Stadt. Ja, ihr seht, überall sonst hier ist es schon ganz schön geworden und gefällt mir gut. Aber hier in dem Kreis, da fehlen noch Büsche. Hier unten sieht es auch gut aus. Hier können wir noch ein bisschen was machen, um Teile rum hier in der Mitte. Schauen wir mal, dass wir hier noch was pflanzen, dass die Leute, die hier unten in diesem neu entstandenen Gebiet auch ein bisschen Grün drumherum haben. Vielleicht hier noch der Bereich um die Parkplätze auch ein bisschen schöner wird. Nochmal hier unten noch ein, zwei an der Bushaltestelle. Hier oben fehlt auch noch ein bisschen was. Wir haben da oben zwar Kiefern gepflanzt, aber Büsche hier jetzt nicht. Haben wir hier den Parkplatz neu gesetzt. So. Sollte das hier ungefähr passen? Wunderbar. Wir können natürlich auch schauen, dass wir das in den anderen Städten noch ein bisschen machen. Mindestens so ein paar Büsche pflanzen, dass sie nicht total leer und quasi wie Betonwüste ausschauen. Nochmal, hier drüben habe ich noch ein Häuschen gebaut. Ja, dort drin, damit wir hier vielleicht noch ein paar mehr Arbeiter kriegen. Ich gucke gleich mal auf den entsprechenden Bericht hier. Ah, ich glaube, das passt erstmal. Gucken wir hier mal rein. Wir haben 280 Arbeitslose. Hier unten gibt es Leute ohne Job. Frage ist, die kommen doch aber zur Bushaltestelle, oder? Ja, sieht so aus. Das heißt, die können doch eigentlich von der Bushaltestelle dann nach oben fahren. Tun sie anscheinend auch, ja. Könnten also noch hier einen Bus mit reinnehmen, zusätzlichen. Ja. Ups, ist der andere Bus jetzt hin? Dort. Gut, dann nehmen wir hier noch einen weiteren Bus mit rein, der die Schleife hier nach oben fährt, nenne ich es mal. Und die Leute hier zu dieser Produktion bringt. Ich finde jetzt heute irgendwie die Musik schon wieder ein bisschen laut, obwohl ich die nicht verändert habe. Okay. Wenn ich sie jetzt noch eins runternehme, ist sie ganz weg. Das ist auch nicht richtig.
Hier wird fleißig gebaut. Hier sind jetzt, hier sieht man jetzt auch die Kräne ankommen. Ja. Sehr schön, die Platten liefern die hier ab. Ah, so. Jetzt kommt der nächste mit den Platten. Und dann kann auch der Kran da mit rein. Gerade, dass der den nicht irgendwie überholen kann. Der lädt hier jetzt aber 10 Platten ab. Man sieht hier oben auch, was jetzt entsprechend auf der Baustelle ist. Stahl ist schon genügend da. Ein paar Platten fehlen noch. Die wird hier hinten... Hey, der holt Holz. Beziehungsweise versucht es hier anzuliefern. Und kann es nicht anliefern, weil es voll ist. So, die Kräne fahren hier auf die Baustelle rauf. Und jetzt wird hier entsprechend gearbeitet. Das sieht doch ganz gut aus. Wir haben auch noch viele Bürger hier ohne Job. Doch ein bisschen viel Leute. Voilà. Ne, das war nicht das Richtige. Ich könnte das ja hier nochmal ein bisschen erhöhen auf 200. Noch ein paar mehr hier arbeiten gehen. Mit Studenten ist aber ganz okay. Ja, wir haben viele Leute mit Universitätsbildung. Sehr schön. Trotzdem sollen nicht nur hier Universitätsbildungsleute auf den Parkplätzen stehen. Der Autoverkäufer, wie ist der? Bevorzugt. Okay. Ja, okay. Wir können den hier auf 10 lassen. Wir brauchen ja hier unten auch ein paar Arbeitsplätze. Und wenn das Haus hier oben voll ist, ziehen da hoffentlich ein paar Leute ein. Wir könnten auch von hier unten ein paar nach oben schicken. Und das hier so ein bisschen verteilen. Sehr schön. Genau, Kies läuft hier noch weiter. Genau, hier haben wir jetzt... Ja, da brauchen wir erstmal ein bisschen was, damit sich das wieder ansammelt. Hier drüben haben wir jetzt aber diesen Kies-Zwischenspeicher, den wir in der letzten Runde gebaut haben, der jetzt auch schon voll ist. Das heißt, wir haben jetzt hier wohl genügend Kies. Hier oben steht auch noch der Kieswagen drauf, um es auszuladen. Sehr gut. Heißt das, dass wir hier drüben jetzt? Nee, jetzt heißt nicht, dass wir hier drüben noch genügend haben. Heißt erstmal nur, dass wir hier nicht alles direkt verbrauchen. Ah, insgesamt lohnt sich das schon. Hier haben wir ja auch noch Kies gelagert für das Teil. Das mit dem Eisenbahnbau, das ist wirklich, ja, das ist schwierig. Also das dauert unglaublich lange, das Ganze umzusetzen. Mach mal hier ein bisschen schneller, dass es demnächst wieder Tag wird. Und bring uns mal hier in ein anderes Städtchen. Wo sind wir? Hier. Ich werde hier einfach auch mal in der Zwischenzeit ein paar von diesen Büschen verteilen. Ich sehe schon, hier haben wir schon ein paar gesetzt. Hier ist es schon ein bisschen grün drumherum. Sollten wir das entsprechend hier auch noch machen, hier oben. Dass die Städte ein bisschen hübscher werden. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auf die Luftverschmutzung auswirkt. Ich glaube eher nein. Also, dass die jetzt irgendwie gebunden wird, dadurch, dass wir hier jetzt Büsche pflanzen, dass die Leute sich wohler fühlen, weil es grüner ist. Ich glaube, das ist reine Deko derzeit. Ja. Wir könnten das natürlich mal nachschauen. Wir haben ja hier oben einen... von diesen Verschmutzungsteilen. Das sieht nicht so aus. Ja, natürlich jetzt auch hier... Ja, hier ist die gesamte Verschmutzung, das ist schon klar. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es hier bei den Bäumen irgendwie besser ist. Nee. Also klar, hier nach außen hin wird es eh weniger, aber es hängt, glaube ich, nicht mit den Bäumen zusammen, oder? Ich würde eher sagen, nein. Oder mit den Büschen in dem Fall hier. Das scheint nicht so zu sein. Hier unten setzen wir auch noch ein bisschen. Gucken wir mal kurz. Hier sind die. Und das hier so ein bisschen drumziehen.
so dass, falls wir hier das nächste Mal reinschauen, unsere Städte nicht total hässlich sind. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, ob wir hier an der Stelle weitermachen. Aber erstmal haben wir hier alles versorgt. Wir sollten insgesamt jetzt auch relativ wenig importieren. Man sieht das hier. Wir haben hier immer noch relativ viel Pflanzen und Essen, die wir importieren, weil wir nicht das Essen schnell genug ausgeliefert bekommen. Und hier oben... Ja, und weil wir nicht genügend Pflanzen haben. Wir könnten natürlich mal schauen. Ne, der steht jetzt hier auch, der Zug, und wartet noch darauf, dass wieder hier geerntet wird. Ja genau, ist zwar demnächst voll, aber das dauert auch noch einen Moment. Der bringt ja die Pflanzen hier nach unten, aber die verbrauchen hier unten mit dem Fleisch natürlich jetzt auch sehr, sehr viel. Gucken wir mal. Ja. Ja, das hilft auch noch nicht so. Da werden wir nicht so gut vorankommen. Da müssten wir locker noch zwei von diesen großen Konstrukten mit Feldern bauen, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. So, das Schöne ist, wenn wir hier auch so ein paar Büsche pflanzen, sind wir nochmal zum Abschluss auch in allen schönen Städtchen, die wir gebaut haben. Wir können uns die nochmal ein bisschen in Ruhe angucken, während wir hier ein paar Büsche drumherum pflanzen, damit die Leute sich hier entsprechend wohler fühlen. So, unsere... War die erste Stadt, die wir gebaut haben, nach der Hauptstadt, ne? Hier diese Kohleförderstadt. Die auch nicht genügend Einwohner hat. Der kommt immerhin noch bis zu dem Laden. Theoretisch könnte ich also hier oben noch ein Haus bauen, oder? Oder... natürlich mit Rubel bezahlen. Würde ich hier sogar hinpassen. Gucken wir mal, ob das bis runter reicht. Ja, der kommt da noch zum Einkaufen. Der kommt allerdings nicht mehr zur Kneipe, ne? Aber es verteilen sich da gleich ein paar Leute rein. Dass es hier vielleicht ein bisschen mehr Kohle geben sollte. Aber Kohle ist halt das, was wir nicht unbedingt brauchen. Eigentlich bräuchten wir Eisenerz. Dazu gibt es ja mittlerweile diese schicke Minimap. Drüben gibt es zum Beispiel Eisenerz. Hier, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, hier in diesem gesamten Bereich. Aber wir kriegen hier nicht genügend Leute ran, um dieses Teil voll zu besetzen. Könnte auch noch daran liegen, dass wir hier nicht genügend Autos haben derzeit in der Stadt. Könnte man natürlich hier drüben auch nochmal schauen, dass hier die Produktion besser läuft. Ja, hier sammeln sich jetzt ein paar Wartburgs an. Sehr schön. Genau, und wir haben hier immer noch genügend Käufer. Das ist schon mal gut. Wir könnten hier auch nochmal überlegen, ob wir vielleicht noch einen weiteren von diesen großen Parkplätzen bauen. Ups. Jetzt habe ich ihn direkt finanziert. Das wollte ich eigentlich nicht. Lag daran, dass ich oben das Häkchen mal wieder nicht rausgenommen habe. Hätten die hier auch so bauen können. Aber na gut. Genau, dann können hier auch nochmal Leute ihre Fahrzeuge parken. Vielleicht auch Leute, die hier bei der Asphaltanlage oder bei dem Betonwerk arbeiten. Mal, immer noch. Wir haben jetzt 350 Arbeitslose. Wieso habe ich so viel Arbeitslose und trotzdem freie Plätze hier bei den Arbeitern? Wir haben hier auch... mir doch ein bisschen viel gebaut, ne? Die Häuser sind auch alle noch nicht voll, sehe ich gerade. Hier oben ist noch Platz. Das heißt, wir haben doch zu viel Menschen,
Könnten also hier die Anzahl noch ein bisschen auch erhöhen, hier drüben. Okay. Patienten ist okay hier. Können auch hier drüben mal ins Krankenhaus schauen. Ja, wir haben hier 7 Rettungswagen. Die stehen hier vorne halt mittlerweile schon Schlange, um hier Patienten einzuliefern. Die Ärzte behandeln die. Tja, aber ne, ihr seht, könnten hier eigentlich noch Leute aufnehmen, nur kommen die nicht schnell genug ins Krankenhaus. Also es gibt dann doch noch so ein paar kleinere Problemchen. Ich weiß nicht, ob das dann Spielmechanik ist, könnte durchaus auch ein bisschen sein. Weil das Krankenhaus kann wohl 100 Patienten aufnehmen. Ja, es hat jetzt 5, also sogar hier 115. Aber mit den Krankenwagen kannst du die nie und nimmer antransportieren. Die sind hier viel zu langsam beim Rein- und Rausfahren. Ihr seht es. Ich weiß nicht, was mit dem hier ist. Ah, die stehen hier kreuz und quer. Jetzt fährt einer raus. Der fährt jetzt auch erstmal raus. Also bis das sich hier aufgelöst hat, sind die ersten Patienten, die wir einsammeln wollen, wahrscheinlich schon verstorben und die im Krankenhaus schon wieder behandelt und verlassen das Krankenhaus. Tja. Ist es. So, hier habe ich jetzt noch das Thema, dass ich eigentlich Ziegelfabrik Frankfurt. So einen hätte ich, glaube ich, nochmal in Kopie. Dann brauche ich einen offenen LKW. Und wir kopieren den und sagen dem, du fährst da mal los. Haben wir ein paar mehr Ziegel aus Frankfurt hier unten bekommen. Genau. Kriegen wir sicher, sodass sich hier oben dieses Lager ein bisschen mehr füllt. Er wollte den gerade überholen und hat er nicht geschafft. Muss dann wieder abbremsen. Uns jetzt erstmal wieder hochbeschleunigen. Aber gut, die liefern jetzt hier noch Autos nach Berlin. Sehr schön. Hier wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn die Leute direkt so eine Art Werksverkauf machen könnten, ne, und sich hier draus die Sachen ziehen, aber ist nicht. So, was ich jetzt machen will, ich werde hier oben die Sachen jetzt einfach mal bauen. Damit wir diesen Anschluss hier hinkriegen und ich für die Züge, die hier hochfahren, das Ganze schon mal noch in den Fahrplan geben kann. Müssen wir jetzt leider ein bisschen manueller machen hier. Ah. Aber kriegen wir hin. Hier fehlt noch ein ganz kleines Stück anscheinend. Das kriegen wir auch hin. Oh, so. Oh, immer ein klitzekleines Stück Schiene vergessen irgendwie. So. Dann setzen wir hier noch Trennung mit rein. Na, haben wir uns noch verklickt hier. Okay, das sollte hier dann vielleicht doch ein bisschen noch unterteilt sein. Das ist okay. Gut. Ach so, hier haben wir das so gebaut. Ja, das war ja nur, damit die überhaupt bauen können. So, mal hier. Die auf jeden Fall rausnehmen. Hier auch ein bisschen zu nah. Erstmal kurz, hier sind die. Eins entfernt. Und dann setzen wir hier noch das Teil hin. Okay, und dann wäre jetzt die Sache, wenn nämlich der Zug von hier, von den Kunststoffen, die Kunststoffe hier abgeliefert hat, ja, dann fährt der ja von Chemnitz nach Wolfsburg, entlädt dort und fährt dann nochmal weiter
nach hier oben und entlädt dort dann ganz. So. Perfekt. Mal gucken, wo stehst du eigentlich gerade? Schauen. Steht da drüben und lädt auf. Okay. Und bei dem Stahlzug machen wir das auch. Haben wir ja zwei, die hier entsprechend den Stahl hier hinbringen, da hinbringen und dann zurückfahren. Genau. Den sagen wir jetzt, du kannst ruhig noch mehr entladen, nämlich vollständig, indem du da nach oben fährst. Ja. Dem müssen wir das auch sagen. Gut. Dann springe ich mal hier zu den beiden Zügen hin und guck mal, Moment, ist gerade einer losgefahren? War gerade so aus. Ist ja nur einer drin, wo ist denn der zweite? Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt gerade. Wo ist der zweite Zug? Fährt der irgendwie oben lang? Kann eigentlich nicht sein, da kommt er nämlich nicht hin. Kriegen wir raus. Also hier ist Zug Nummer 1 und Zug Nummer 2. Zug Nummer 1 steht angeblich hier drin. Zug Nummer 2 ist, nachdem er in dem Freilager abgeladen hat, jetzt auf dem Weg in das Freilager in Wolfsburg. Okay, dem folgen wir einfach mal, auch wenn das jetzt, der wird hier nämlich voll entladen. Und eigentlich müsste er jetzt, wenn er leer ist, da nicht mehr hinfahren. Aber das tut er natürlich trotzdem. Das kann er noch nicht, das ist auch eine Sache in der Spielmechanik, die schön wäre, wenn man es ändern könnte. So dass er quasi die Sachen, die er leer fährt, dann vielleicht nicht mehr anfährt. Also hier jetzt zurück zum Stahllager fahren würde. Tut er jetzt natürlich nicht, sondern jetzt fährt er hier nochmal die Strecke nach oben. Würde ich mir natürlich trotzdem gerne noch anschauen, ob das so funktioniert. Was sieht denn eigentlich mit einem zweiten Stahlzug aus? Ist auch noch nicht voll, okay. So, dann gucken wir uns den hier nochmal an. Minimap machen wir mal kleiner, dann sehen wir hier wenigstens was. Und der fährt jetzt hier nach oben. Hier sind noch, genau, hier ist noch der eine Typ unterwegs, der Autos verkauft. Da machen wir auch ein bisschen Plus hier unten. Sehr schön. Genau, und der Zug macht sich jetzt hier auf dem Weg. Hier oben in den Westen will er eigentlich Eisen verkaufen oder Stahl verkaufen in dem Fall. Okay, jetzt hat er hier ein Problem. Weil das zu nahe ist, ne? Ich sehe schon. Ich sehe schon, da ist das Problem. So. So, jetzt geht's gleich wieder. Wunderbar. Na gut, dann haben wir das nämlich auch gleich hier bemerkt. Oh. So funktioniert's, weil der hier zu nah dran war, hätte das dann eben nicht geklappt. Der andere Zug lädt noch voll. Mal gucken. Aber der würde hier auch erstmal, den ganzen Stahl dann weglagern. Und hier unten lagert er ja auch schon wieder Stahl weg. Also das ist mehr so eine Backup-Lösung, dass wenn überhaupt noch Stahl übrig ist, dass er es dann exportiert. Ist aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr übrig, weil hier diese mechanischen Komponenten doch noch übrig sind. Produzieren da ganz gut jetzt. Hier oben ist aber voll. Ja, also hier nehmen wir nicht so viel raus. Wir könnten also theoretisch mehr Autos produzieren hier. Das Ganze hier mal erhöhen. Mal auf
hier 75, das ist eine gute Größe. Dann ist er jetzt bei 3/4. Sollte hier mehr Leute anziehen. Sollten insgesamt weniger Arbeitslose haben. Und mehr Autos produzieren. Hier hinten stapeln sich schon ein paar. Hier in der Stadt sieht man auch, wie viele von den Autos hier rumfahren. Aber die haben sich das verdient. Die erarbeiten die Autos ja auch. Ja, die können da ruhig ein paar mehr von haben. Und hier in Berlin sieht man auch überall schon so ein paar rote Flitzer. Ja, Leute gehen da entsprechend mit dann oder fahren da entsprechend mit zur Arbeit und so. Ja, hier oben gibt es ja auch ein paar. Trotzdem ist unser großes Thema auch das Eisen hier. Und der Stahlzug macht sich jetzt auf den Weg. Der andere kommt ihm hier entgegen. Sehr schön, so war das auch gedacht. So ist die Strecke ein bisschen besser ausgelastet. Ja, dann sieht das doch insgesamt gut aus. Also ich will auch mal so zum Gesamtfazit was sagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also dafür, dass ich mir, als ich das erstmal angeguckt habe, gedacht habe, so, naja, jetzt irgendwie relativ einfach gestrickt. Es wirkt so, ist es aber nicht. Es ist wunderschön, ja, also dieses Aufbauen von Gebäuden über diese Baubüros, das ist einfach mega cool gelöst, ja, dass man die selber so aufbaut, dass die auch so aussehen, dass die Leute da immer hinfahren, hinlaufen. Dieses Konzept ist wirklich cool. Wir werden dem Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben und da auch nochmal reingucken. Aber es ist für mich eins der coolsten Aufbauspiele, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Und ja, es macht wirklich riesen Spaß. Wie ihr merkt, ne, also wir sind jetzt bei Folge 60 angelangt, haben hier also 30 Spielstunden reingesteckt. Allein in diesem Let's Play. Und das will schon was heißen. Also ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Die Bahnbausachen machen unglaublich Spaß. Ja, diese komplexen Sachen. Ihr seht, die Karte ist riesig. Wir haben hier noch zig Sachen, um uns auszudehnen. Es wäre schön, wenn noch ein paar mehr Industrien hinzukommen. Und zwar nicht nur die hochkomplexen, sondern vor allen Dingen vielleicht einfacher. Darüber würde ich mich freuen, ja, wenn die Leute vielleicht noch mehr Sachen brauchen, die man aber auch leicht produzieren kann und anliefern kann. Das Bussystem muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Die Haltestellen sind jetzt so der erste Schritt. Ja, die haben wir jetzt ja nur so ein bisschen ausprobiert. Aber da kann man noch ein bisschen was nachbessern. Und vor allen Dingen auch bei den Bahnen, was wir am Anfang gesehen haben, dieses, wir fahren von einem Bahnhof zum nächsten. Da funktioniert die Logik noch nicht ganz, was die Menschen hier betrifft. Insgesamt passt das aber schon alles ganz gut. Bin unglaublich überrascht gewesen, wie gut dieses Spiel ist und wie viel Spaß es macht. Ich werde hier jetzt mal die Anzahl der Arbeiter wieder ein bisschen hochschrauben. Da wir ja jetzt hier irgendwie doch weniger Vieh in den Ställen haben. Können hier dann doch ein paar mehr Leute nach unten fahren. Krankenhaus ist hier aber auch besetzt, ne? Ja, aber ist okay. Das ist in Ordnung. Wir haben hier unten das Teil. Nochmal kurz gucken. Hier haben wir... Könnten hier eigentlich noch einen Fußballplatz hinbauen, würde ich sagen. Hier auf dieser Seite würde ich das ganz schön finden. Dann haben wir hier für dieses Städtchen auch noch was getan. Machen wir das doch hier gleich ordentlich. So. Wunderbar. Alles einmal angeschlossen. Und wir haben hier unseren Fußballplatz. So dass sich hier keiner beschweren kann, dass er irgendwo nicht hinkommt. Der konnte keine Kultur genießen. Warum denn nicht? Kino ist doch gleich gegenüber. 143 Bürger konnten keine Kultur genießen. Also das kann ich hier zum Beispiel auch nicht verstehen. Das Kino ist weder krass überfüllt, noch haben die Leute doch ein Problem, da hinzukommen. Bürger konnten an keinem Sport teilnehmen. Kann doch eigentlich auch nicht sein. Also, ja, der Sportplatz hier ist jetzt ganz neu. Aber der da oben kann doch auch nicht immer voll sein. Und da kommen die doch auch hin.
Tja. Das weiß ich noch nicht. Also wir haben hier aber auf jeden Fall genügend Parkplätze. Unten haben wir nicht genügend. Das wäre schön, wenn wir hier noch welche reinkriegen könnten. Vielleicht kriege ich hier noch an der einen oder anderen Stelle einen Parkplatz eingebaut. Ja, wenn dann nur die kleinen anscheinend. Ja. Kriege ich einen hin. Und von dort können die Leute auch hier zur Fabrik laufen. Eigentlich können sie auch hier hinten rumgehen. So. Beides. Und wenn die dort und dort arbeiten könnten, könnte ich doch eigentlich auch hier hinten einen Parkplatz ansetzen. Einen großen hier. Hoppala. Dann können die doch hier hinfahren. Von dort kommen sie doch auch noch dorthin. Können die eigentlich an diese beiden Industrien ran? Nochmal hier eigentlich auch noch einen nach oben bringen. Können die hier nämlich fast runterlaufen, ne? Können ja hier mal wie so ein Fußweg an der Straße lang bauen. Ich guck das mal an. Guckt mal, die können bis dahin laufen. Ist ja faszinierend. Könnte man das sogar noch hier ein Stück vereinfachen oder verbessern, indem wir das Ganze gleich da direkt anschließen. So. Sollte es ja noch schneller sein. Die schaffen das zwar nicht, aber die können dahin. Ja. Super. Das ist doch auch gleich noch was. Hier ist ein... Genau, das ist nur eine Halle, da arbeitet eh keiner. Ja. Und hier seht ihr, hat sich der Parkplatz auch gleich gelohnt. Wir parken direkt Leute, die da entsprechend hinlaufen. Oben könnten wir dann wahrscheinlich noch den einen oder anderen Parkplatz gebrauchen. Guck mal, Arbeitslose. Wir haben hier zu viele Arbeitslose. Also was wir hier auf jeden Fall nicht brauchen, sind weitere Gebäude. Und das heißt, ich kann hier... Stimmt. Ob wir das so hinkriegen? Hier bestimmt noch einen Parkplatz reinsetzen. Na, also, das geht doch. So, dann rüsten wir die noch entsprechend hier aus. Na. Ah, okay, klappt. Was mir noch aufgefallen ist, die Abstürze, die das Spiel am Anfang immer noch hatte, sind jetzt auch wieder weg. Also die hatte ich schon ewig nicht mehr. Scheint mit dem neueren Update auch dann wirklich behoben worden zu sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Unten nehmen wir die noch raus. Okay, dann haben wir es hier auch geschafft. Ja, dann gehe ich doch zum Abschluss nochmal hier durch Chemnitz durch. Das sieht doch auch alles gut aus. Hier auch wahrscheinlich viele Arbeitslose, naja, so 400. Insgesamt haben wir jetzt fast 30.000 Menschen. Ja, und es wächst eher noch. Produktivität bei 98%, klingt auch gut. Lebenserwartung 78 Jahre, überwiegend junge Leute. Wir haben 2.000 Arbeitslose, das sind, oder 1.800, das sind unter 10%. Also auf jeden Fall nicht ganz tragisch. Bildung hier viel mit Universitätsabschluss, ja, 9000 Menschen, gutes Drittel, also ich glaube, wir haben es hier hingekriegt, uns geht's gut, unser Geld wächst wieder, ne? Ihr seht es hier unten, wir haben zwar jetzt in den letzten Folgen relativ viel ausgegeben für Bauen, ja, weil wir viele aus der Staatskasse bezahlt haben direkt und nicht produziert haben, aber wir machen Plus. Wir hätten auch kein Problem mit anderen Sachen. Man sieht auch hier, wird wahrscheinlich irgendwas mit Zoll demnächst noch kommen. Klingt auch interessant. Also da bin ich gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ich werde dranbleiben.
Ich hatte es am Anfang schon angekündigt. Ich freue mich darauf, wenn ihr mir noch vielleicht ein paar Kommentare weitergebt, warum ich weiterspielen sollte, mit dem Spielstand vielleicht, warum wir was Neues anfangen sollten. Oder vielleicht habt ihr auch einfach ein gutes anderes Spiel als Vorschlag, was so ein bisschen hier dran anknüpft, was wir uns dann anschauen. Das werden wir sehen. Vielleicht kriege ich auch einfach nochmal Lust drauf, das auszupacken und eine zweite Staffel zu machen. Wir werden das sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die zahlreichen Kommentare, die jetzt schon eingegangen sind, für euren Zuspruch für dieses Spiel und wünsche euch natürlich alles, alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bleibt mir gewogen, lasst vielleicht ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns demnächst wieder. Vielleicht woanders, vielleicht bei Soviet Republic Workers and Resources. Bis dann, macht's gut!